Der Hero Shooter X8 erscheint heute kostenlos für die MetaQuest 3 und in diesem Video bekommt ihr wie zu allen weiteren Games auf der MetaQuest meinen ersten Eindruck. Wollt ihr wissen, wie ihr eure MetaQuest 3 als 3D-Kamera verwenden könnt oder wie ihr allgemein das Headset noch besser machen könnt und so keine Potenziale verschwendet? Dann schaut doch mal in diese Infokarte. Ihr müsst aber nicht direkt draufklicken, ich verlinke euch diese Infokarte auch nochmal im Abspann, sodass ihr dieses Video erst in Ruhe zu Ende schauen könnt. Wenn euch dieses Video hilft oder gefällt, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da und schreibt mir in die Kommentare, wie euch X8 und dieses Video gefallen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu X8. So, und da sind wir in der Startumgebung von X8. Sieht richtig geil aus. Starte Kernel, bla bla bla, Initialisierung fehlgeschlagen, Fehler, der Befehl wurde nicht gefunden, Ausnahmebefehl. Was? Okay, so wie X8 verschwand. Was ist denn X8? Oha! Ah, das sind die Champions und er ist die Master AI. So, jetzt crouchen. Okay. So. Ach komm hier. Oh ja, wir haben genug Geld. 1,6 Millionen, dann, ja, komm, dann soll es nicht drauf ankommen. Was eine Wumme. Wie gibt dich in den nächsten Abschnitt, okay? Also ausführliches Tutorial kriegen wir hier. Messer. Ah, da. Okay, in unserem Handgelenk haben wir das Messer. Ach, das. Okay, das ist unsere Hero-Waffe. Krass. Guck mal, der macht da oben gerade ein Kamehameha. The Turret Ability. Ah. Nächster Raum. Ah, es gibt Angreiferteams. Ah, hier ist eine Bombsite. Also das ist jetzt als angreifendes Team. Müssen wir es hier platzieren. Guck mal, da fährt er da runter. Jetzt haben wir die. Jetzt fühlt sich das da und das gegnerische Team müsste das jetzt entschärfen und wir müssen es verteidigen. Okay. Wir sollen dann direkt mal entschärfen. So, dann ziehen wir das so raus und dann ist es entschärft. Okay. Das war jetzt so das Tutorial. Oh. Und jetzt können wir. So, guck mal, jetzt können wir sagen: Sprengung, Kernspielmodus, Angreifer gegen Verteidiger, Match finden. Mal gucken, wen wir finden. Na, guck mal, hier haben wir noch empfohlen. Example Text. Ah, ihr merkt, das ist noch vor Release. Hier ist noch nicht alles so perfekt.
Genau, hier könnt ihr dann diese Ingame-Währung holen, Best Value für Waffenskins beispielsweise. Guck mal, hier seht ihr dann, ja, die Daten, die sind ja noch nicht richtig hinterlegt. Was jetzt natürlich auch problematisch ist, ist vor dem Release das Game jetzt mal zu testen. Tutorial-Übungsmodus haben wir. Dann können wir jetzt hier noch unser Profil einstellen, wie wir es haben möchten. Haben noch eine Statistik, verschiedene Errungenschaften hier mit Zielen, die wir erreichen können, was wirklich cool ist. Optionen, also das, was wir auch im Spiel hervorrufen konnten. Dann Intro erneut abspielen und mitwirken. Ne? Na, gucken wir mal, ob wir eine Lobby erstellen können. So, wir aktivieren jetzt mal Bots und sagen einfach mal Start. Das heißt, wir können jetzt nicht mit echten Spielern spielen, leider, weil das jetzt vorm Release ist und bei einem 5 gegen 5 Match, wie es hier immer ist, das ist ein bisschen schwierig, die Spieler zu finden, aber wir können das ja gerne mal vielleicht an einem Sonntag zusammenspielen. Und dann, so, unsere Charaktere, da seht ihr jetzt die einzelnen Fähigkeiten, die die haben. Was haben wir denn hier? Subterfuse, eine verdeckte Bombe, die mit einem Zündgerät ausgestattet ist. Also hier könnt ihr erstmal die Charaktere richtig schlagfertig und leichtfüßig. Guck mal, hier ist, den kann man noch nicht spielen. Zauberer des Nachteinbruchs, mein Gott, auch vielfältig, ne? Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall Jesus-Bot, Zack-Bot, Loop-Bot, Arthur. Okay, dann wie viel Geld haben wir? 800. Dann holen wir uns mal diese Waffe hier. Gut, und los geht's. Kommen die Bots mit? Wollen die Bots mitkommen? Sie mitkommen? Okay, jetzt kommen die Bots mit. In der Mobsgeschwindigkeit. Komm, ich vertraue Arthur-Bot. 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 Sind wir die Angreifer eigentlich? Lauf mal Arthur-Bot hinterher. A, B sehen wir. Auf jeden Fall dieser Bombenmodus, ne? Zack-Bot. Also die Bots, die sind mal echt dumm. Das ist verblüffend. Aber ist ja eigentlich nicht gedacht, dass man es hier, dass man das hier mit Bots spielt, ne? Wahrscheinlich. Scheiße. Nein! Nein, 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 nein. Muss besser treffen. So. Target eliminated. Das heißt aber, ja, wo ist denn die Bombe das Loopebot? So, im Spiel läuft es stabil mit 72 Bildern pro Sekunde. Was auch nicht so prall ist. Ich meine, 90. Scheiße. Du bist tot. Ja, ich habe die Bombe leider nicht rechtzeitig entschärft bekommen. Wir sind also Verteidiger gerade. 2400. Guck mal, da können wir uns auch schon was. Nee, hier noch nichts. Omnibeam. Ja, diese richtig krassen Waffen brauchen wir gar nicht. Ich glaube, so eine, sowas wie eine MP5, ne? Ach, guck mal, da ist jetzt auch noch gesperrt. Im Team stelle ich mir das richtig witzig vor. Auch schön ist jetzt nicht die beste Grafik, muss man sagen, aber es läuft wirklich gut und flüssig mit 72 Bildern pro Sekunde halt. Tata. Guck mal, er hatte die Bombe. Dann können wir das jetzt hier. Welches spiele ich in dem Zusammenhang, was mich gerade so ein bisschen daran erinnert? Ist zwar vom Spielmodus was ganz anderes, aber ich finde ja auch Hyper Dash geil. Kennt ihr Hyper Dash? Ja, Verteidiger haben gewonnen. Schön, das sind wir. So, 3000 haben wir jetzt. Da kommen, dann nehmen wir uns die nächst fettere Waffe, klar. Weggemurmelt. Und schon wieder die Bombe. Guck mal, hier habe ich meine Waffe fallen lassen. Guck mal, schön hinter den Rücken hier. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Das ist meine andere Waffe. Die kommen auch genau im richtigen Moment, ne? Guck mal, wir gehen automatisch langsamer, wenn wir es so anlegen, was echt cool ist. Haben die Entwickler sich echt was bei gedacht? Da ist Zack-Bot. Sportiv.
So, und wir haben wieder gewonnen. Ja, und so geht das jetzt so lang weiter, bis wir eine gewisse Punktzahl erreicht haben. Dann wechseln die Angreifer und die Verteidiger, so wie man es halt von Hero Shootern kennt. Bis jetzt haben wir noch nicht so viel von den Spezialfunktionen zum Einsatz gebracht. Und guck mal, wir können hier uns auch schwere Rüstung holen, dann überleben. Das ist ja cool. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, von euch zu erfahren. Wie findet ihr denn X8? Ich muss sagen, kostenlos ist das Ding hier eine Wucht. Klar, ihr könnt jetzt viel über Echtgeldwährung kaufen. Also das Konzept kennt man ja schon von verschiedenen flachen Spielen, sage ich mal. Aber hier muss ich sagen, ich meine, mit den Bots ist jetzt total öde. Da braucht ihr gar nicht anzufangen. Ich meine, guck mal, das sieht aus wie keine Ahnung, wie im Seniorenheim, wenn das Buffet eröffnet hat. So, hier, komm, lass uns schnell. Anneliese, lass uns schnell, die Suppe ist gleich aus. Auf jeden Fall, nichts gegen Anneliese, nichts gegen Rentner, nichts gegen Suppen. Auf jeden Fall hat das Ding hier Potenzial, mir gefällt's. Müsste man mal im Multiplayer zocken, leider konnte ich das jetzt vorm Release nicht und ich wollte es euch direkt zum Release zeigen. Aber ich finde den Spielmodus gut, schlüssig, das Ding ist gut umgesetzt, sieht gut aus, macht Spaß und jetzt bin ich gespannt von eurer Meinung zu hören. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Auf der rechten Seite kriegt ihr wie versprochen alle Videos dazu, wie ihr eure MetaQuest 3 noch besser machen könnt und so keine Potenziale verschenkt. Werft da doch auf jeden Fall mal einen Blick rein. Da zeige ich euch unter anderem, wie ihr die Quest 3 als, das ist ein Gegner, wie ihr die Quest 3 als 3D-Kamera verwenden könnt. Vielen Dank an meine Patreons, vielen Dank für eure Däumchen und Kommentare und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute!